herzlich willkommen zu einem neuen Wurgelet Show. Wir sind jetzt hier auf der nächsten Welt. Und zwar heißt die Welt regelgerechtes Wurgel, weil das erste Wurgel war, was ich habe, was eben regelkonform ist. Also was, mit dem ich auch in der Wurgelliga kämpfen dürfte. Aber ja, ich nehme jetzt gleich mal mein Lieblings-Texture Pack, das ist das Plastik-Texture Pack. Das ist eigentlich sehr unbeliebt, aber ja, online spielen geht im Moment nicht. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, haben wir gerade kein Internet, deswegen kommt auch, nehme ich jetzt das auch auf, damit ich die dann schon im Voraus habe. Aber egal. So, lade ich einfach mal. Ich hoffe, man hört jetzt, weil es so laut ist, den Sound nicht nochmal im Mikrofon, also den Minecraft-Sound. Weil ich meine Boxen angeschlossen habe und die machen es nochmal ein bisschen lauter und hoffe ich mal, dass es gut geht. So, dann sind wir hier. Das Plastic Texture Pack sieht eigentlich sehr normal aus, da kann man sich nicht so richtig beschweren. Und ja, das ist eben mein V4. Es heißt Spider Wrestler, weil Spider durch die vier spinnartigen Beinstelzen, keine Ahnung. Und eben Wrestler wegen der komischen Maske, die er auf hat. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Nee, das wäre falsch. Hilfe, Option, Einstellung, Audio. Machen wir doch mal die Sounds auf. Ganz wenig. So, machen wir mal auf 14. Okay, ist immer noch ein bisschen laut. Ja. Kleiner Rundflug. Von vorne sieht man ja, wie es aussieht. Hat also kleine Arme, das finde ich auch gut. Ja, von der Seite. V4. Ist ja auch mein V4. Ja. Von hinten hat Streifen einfach nur und steht die Nummer P14, also Profil 14. Und ja, das dauert ja eh, weil ich immer ewig rumzufliegen. Ich hatte die ganze Zeit nur die Tasten gedrückt, also ganz leicht nach rechts guckend und nach links laufend eben. Damit sich so schön dreht. Ja, hier nochmal V4. Und vorne kennt man ja schon. So, würde ich sagen, gehen wir mal rein. Der Eingang ist wie immer unten. Und da sind wir hier auch bei dem ersten. Und zwar bei der Haupttür. Hier, diese Lampe da ist für die Haupttür. Die restlichen sind statisch an. Aber diese da ist für die Haupttür, also wenn ich jetzt hier so mache, geht sie auf. Genau, also jetzt leuchtet die Lampe her. Und wenn ich reingehe, ah ne, hier ist ja, hat man ja gesehen, die hat ein bisschen lange gebraucht, bis sie aufgeht. Jetzt kann ich einfach hier so machen und kann reinlaufen. Das kommt nämlich direkt, das passt nämlich direkt, sag ich jetzt mal. So, dann sind wir in der ersten Etage. Hier haben wir zwei ja, Vierer Shotguns, wenn ich mich nicht irre. Und ich kann mal nachgucken. Nee, Zweier Shotguns. Oh. Ja, das ist ja das große Kaliber, nein. Das ist recht schlecht. Sage ich jetzt mal, weil ja, Vierer Shotgun ist schon das Minimum. Ja, das steht sogar dran. Okay, ja, jede Kanone kann von der Brücke gesteuert werden, deswegen sind hier diese Repeater noch, die aus der Wand kommen. Das ist ein anderer Grund. Das ist für die Projektierzündung und hier eben die Zweier Shotguns. Gehen wir mal hoch.
Also zwei Zweier-Shotguns eben. Hier sind auch wieder zwei Zweier-Shotguns, aber ein bisschen weiter außen. Da haben wir hier eine. Ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut als unten die. Hier, da ist noch eine. Und es gibt ja für jede Kanone einen Shot. Der ist auch da, diese kleinen Fackeln-Repeater da. Der ist eben für den Shot. Dann ist halt nochmal genau das gleiche. Hier wieder zwei, also zwei Shotgun. Hier rechts und links diese zwei Dinger. Hier wieder ein Knopf und damit Repeater. Und der Knopf ist natürlich auf beiden Seiten, damit es auch Sinn ergibt. Und hier ist auch schön Holzboden verlegt. Finde ich auch ganz nett. Zwei Shotguns eben. Ja. So, dann geht's hier so seitwärts rein. Auf der anderen Seite auch. Und da können wir jetzt mal hier vorrennen. Und können ja hier mal schauen. Hier haben wir nämlich jetzt noch mehr Zweier-Shotguns. Auch wieder mit Shots. Und hä? Ging ich aus Platzgründen nicht? Okay, dann ging ich hier nicht. Ja, hier eben so. Wieder zwei Shotguns, diesmal zwei im Raum. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ja, warum. Ich kann es ja noch zeigen. Warum das nicht hier mit dieser Fackel und dem Repeater war, sondern eben, wie man ja gesehen hat, hier das Kabel von hinten kam, aber ist egal. Hier kann man auch wieder steuern. Hier kommt das Signal. Ja. Ist ja auch schön, dass wenn ich alles, also ich habe es auch schön getimt, wenn ich alles von oben schieße. Durch den 20 TNT-Bug ging das ja nicht anders. Deswegen habe ich es so nacheinander timen lassen, dass er immer schön nacheinander schießt. Hier ist eben nochmal das gleiche. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob hier hinten. Ja, genau, ist gleich. Gut. Ja, hier eben wieder mit Knopf von allem. Auch wieder nur Zweier-Shotgun, ist auch nicht gerade das Beste. Und ja, die Shots kann man nur von der Brücke öffnen. Das ist sehr schlecht eigentlich. Also es ist nicht ganz super gut, weil wenn ich jetzt in die Brücke. Oh. Wenn die Brücke zerstört ist und dann eben. Ja, dann ist eben zu und du hast. Ja, vielleicht hat man ja einen Spitzhacke. Nach den neuen Regeln darf man die ja dabei haben. So, hier geht's dann eben zur Hauptkanone. Haben wir jetzt, glaube ich, lang genug schon gesehen, das Schild. Ja, das ist jetzt, sieht jetzt auch nicht ganz stark aus, weil sogar nur mit drei projektieren. Das stimmt aber nicht, weil es ist erstens eine Vierer-Shotgun, ja. Ganze Vierer-Shotgun. Und außerdem ist es doppelt gestapelt. Genau. Ja. Das war noch mit, ja, hier kann man runtergehen, die Technik kann sehr extra mit Leiter, damit man wieder hochkommt. Ja, das ist eigentlich so die erste Kanone, die ich an der Xbox gemacht habe, die eine untere Projektilzündung mit hat. Ja, das ist hier ein bisschen verwirrend, hier hinten unter die Ecke. Ich habe es irgendwie hingekriegt und das reicht mir. So, dann gibt es hier ganz hier oben die Brücke. In der Brücke kann man, fange ich mal hier links an, die Haupttür auf und zu machen. Ja, die ist jetzt zu, deswegen durch die Lampe nicht. Ich kann ja mal kurz aufmachen. Kann in Fly-Mode gehen, kann runter sprinten, bin ich jetzt immer schneller. Und nach einer kleinen Versuchung geht die auf. Sogar die Lampe leuchtet. Und ich kann von hier unten nichts mehr machen. Also wenn die von oben auf ist, ist der Hebel scheißegal. Dann ist sie eben auf. Ergibt Sinn. Wenn ich aber jetzt von unten, kann ich jetzt mal kurz gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jetzt ist sie ja auf, von hier unten her. Und stell jetzt mal hier oben auf zu, ob sie dann auf bleibt. So. Genau. Also wenn. Genau. Also verriegeln geht nicht. Ich kann nur, falls der Hebel fehlt, von oben eben öffnen. Das geht. Ich weiß auch nicht. Machen wir wieder zu. Gehen wir wieder ganz hoch. Ja, hier natürlich auch schön mit Tischberatung. Kann man auch schön Ausblick genießen. Vielleicht auch ein bisschen was lesen vom Bücherregal aus.
Ja, und dann haben wir hier eben die Zweierstadt ganz an. Das sind alle Kanonen eigentlich. Die kann man hier eben mit diesem Knopf zünden. Auch habe ich ja schon erzählt. Schön nach einer Reihenfolge. Hier ist auf beiden Seiten noch so eine kleine Beleuchtungseinheit. Dann geht es hier zur Hauptkanone. Die steuert man mit diesem Knopf. Oder natürlich unten mit dem Knopf. Hier drüben gibt es die Dispenser. Davon funktioniert leider ein paar Reihen nicht. Also die sind irgendwie mal durch Wasser Schrott gegangen. Und ich habe sie irgendwie nicht richtig repariert, dass sie wieder richtig funktionieren. Also sie schießen alle einmal. Und dann schießen nur noch die an, schießen alle bis auf die hier. Ich kann dir mal zeigen. Das schießt nämlich hier unten. Diese vier Dispenser schießen dann nicht mehr. Ich frage mich warum, aber also der da und die beiden, die schießen noch, aber die vier nicht. Die schießen nur einmal zum Anfang und dann hängt sich irgendwie die Glocke auf, aber ist egal. So. Ja, hier wieder kleine Beleuchtungseinheit. Dann geht's hier zum Licht. Das ist draußen, genau, das ist draußen das Licht. Scheinwerfer, hier. Da eben die. Und hier sind ja auch überall Scheinwerfer verteilt. Ich finde, das sind sehr viele Scheinwerfer. So viele hatte ich eigentlich noch nie so richtig bei einem Burger eingebaut. Aber, naja, ich hatte den Platz. Also nicht jetzt, dass es da 10 Milliarden Hohlräume sind. Ich kann es ja vielleicht nochmal gleich zeigen, wenn ich hier mit dem letzten noch fertig bin. Aber, ja. Hier, die Shots. Auf und zu. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Man, jetzt, ja, zu dem dieser Shots vor den Kanonen. Sind zwar nur ein Block, aber die halten schon. Ist ja eben Endzone. Also ein Schuss wird es abhalten. Ja, und man darf. Das ist jetzt auch das Problem, weil wenn die Brücke oben Schrott geht, vielleicht durch den Lupf des Gegners. Und die Shots dann zu sind. Hat man eben das Problem, dass man nicht schießen kann eigentlich. Naja. Ist ja egal. So, dann gehen wir mal hier auf. Ja, hier natürlich, wie man es ja von einer Brücke kennen müsste, alles voller Technik. Und wir kommen hier natürlich nicht runter, vielleicht hier. Nein. Vielleicht kann ich mich hier durchcreefen nach unten. Das war eine Fackel, das war nicht gut. Ja, da geht es eben hier so. Und also sehr viel Freiraum ist hier jetzt nicht. Und so, da sind wir wieder nach einer kleinen Störung. Nicht von Minecraft her, sondern durch eine Personenstörung bei mir hier. War das vielleicht die Fackel, die ich. Ja, wahrscheinlich war es die Fackel, die ich kaputt gemacht habe, weil. Okay, was habe ich jetzt ausgemacht? Ah, das Licht. Jetzt kann man das Licht hier oben nicht mehr einschalten. Ach, egal. So, also man sieht, hier ist sehr wenig Freiraum eigentlich. Das ist eigentlich das Wargame mit dem wenigsten Freiraum. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es mit eins der kleinsten Wargames ist, die ich habe. Aber sehr viel Verkabelung ist hier trotzdem drin. Hier überall. Und überall und überall und überall ist hier eben Verkabelung. Hier ist die Türverkabelung. Kann ich auch mal kurz runterfliegen. Das ist nur für die kleine Tür hier, die hier unten ist. Ja. Und das ist eigentlich so geregelt, von oben kommt das Signal hier. Schiebt diesen Piston eben. Und das Hebesignal kommt eben von hier oben. Oder? Nee. Nee, das Hebesignal kommt von hier, genau. Läuft hier runter, jetzt haben wir die Kür. Kommt hier dran, da und powert eben den Block, dass hier drüben das angeht. Und wenn der eben zurückgeschoben ist, dann ist die Tür eben immer auf. Genau, ist sie immer auf. So, ja, das wär's dann eigentlich auch mit so dem Erklären von allem. Ich kann jetzt nochmal hoch zur Brücke, möchte wieder reinkommen. So, das wäre ja hier. Ja. Okay, ich würde jetzt sagen, ich nehme kein TNT, sonst zeige ich vielleicht alles hoch. Ja, würde ich sagen, fange ich mal mit der Shots aufmachen an.
gemacht. Es sollte doch das hier sein, oder? Ach so, jetzt einfach mal Stein. Genau. So sollte es nämlich sein. Ah, okay, gut. Hätte ich kapiert. Ach so, das macht die Fackel aus. Ach, dass es geht, wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Okay, wenn das geht, ist ja alles gut. Ja, das wusste ich nicht. Ich habe selber gebaut, aber das wusste ich nicht. Egal, sind die Shots jetzt auf oder zu? Ich habe es eigentlich jetzt angemacht. Ist wieder hoch. Muss ich mal kurz gucken. Die Shots sind auf. Machen wir nochmal das Licht an. Tada. Ah ja, stimmt, hier oben ist die Aufverkabelung. Schließe ich mich mal hier in den Deck hoch. Da liegt, glaube ich, nichts, genau. Ja, das sieht dann so aus. Hier oben. Das sind jetzt nur die Augen, die da vorne verkabelt sind. Hier ist auch überall Fackeln. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich damit hier nichts spawnt. Und ja, fangen wir, glaube ich, mit den Dispensern an. Da sieht man auch das, was ich eben gesagt habe. Das sieht man hier. Arme und so schießen. Und hier unten, die haben jetzt nicht mal geschossen. Ja, es ist irgendwie voll fail. Oh. Also durch dieses Signal von oben wird hier der Piston nach. Nach hinten gezogen eigentlich. Weil das Signal jetzt hier irgendwie gerade nicht kommen will. Ne, das waren die, die weiter oben sind. Lass mich mal gucken. Warum kommt hier kein Signal? Ach, das Signal ist. Ah, oh. Das ist. Also, das ist nicht so gut. Ja, ich bin ja auch irgendwie dumm. Kein Signal. Warum ist der ausgefahren? Ist eine andere Frage. Wahrscheinlich irgendwie ein Bug. Außerdem, die Glocke läuft nicht weiter. Jetzt läuft sie. So, du darfst es gar nicht ausgefahren sein. Haftunterkolben. Warum der ausfährt, ich weiß es einfach nicht. Aber ich mache jetzt einfach mal weg, weg. Und mache da einen Stein hin. Oh, da kam gerade einer. Ja, an der Xbox schießen auch die Feuerbälle nicht so perfectly. Aber egal. Ja. Würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit richtigen Kanonen an. Und zwar mit der Hauptkanone. Boom. Und da fliegt's und trifft gar nichts. Ja, wenn etwas stehen würde, würde es was treffen vielleicht. Aber so nicht. So, dann die anderen. Und das ist jetzt auch. Das wird jetzt auch richtig cool. Weil, da kann ich ein Stück wegfliegen. Die schießen jetzt nacheinander durch. Zuerst die mittleren unten. Dann die. Ein bisschen an der Seite. Unten schießen weiter die. Dann schießen da oben rechts, also die mittleren von den äußeren. Und dann noch die ganz äußeren. Und ich muss sagen, die schießen auch weit genug, also. Ist ja locker jemand getroffen. Das waren die unteren da. Hier diese Löcher da. Das waren die beiden da, hier nebeneinander. Naja, die drei sind eigentlich, also die sechs Kanonen sind eigentlich recht gut. Schießen gut, sind sehr weit gut platziert. Und ja. Also das Burger, wenn ich das jetzt bewerten müsste, wäre, ich glaube, eine 3 oder so ähnlich.
Weil, also von 1 bis 6, wie in der Schule auch, also wäre es eine 3, weil ich eben ja, also mein V6, naja, kommt drauf an, wie man es jetzt sieht. Ein V6, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein V6 ist ungefähr gleich gut. Mein V6, mein V5 ist eigentlich so eine totale Pleite. Also das Ding kannst du mit einer richtig guten Stich total schrotten. Weil es komplett. Ach nee, das sage ich dann einfach beim V5. Ja, also auf jeden Fall das V4 ist eigentlich das erste gute Burg gewesen, welche ich gebaut habe. Echt klein, wie man ja sieht. Man könnte ja diesen kompletten Satz sagen, da wo der Arm ist, da wo es abgeschrägt ist, rechts und links, könnte man ja noch. Entschuldigung. Ich bin von aufgestanden. Ja, also könnte man ja noch ja, runter bis auf den Boden bauen und vielleicht dann noch irgendwie Extras rein, da wäre vielleicht da eben der Hohlraum oder sowas. Das V6 ist auch so ähnlich aufgebaut. Das V5 nicht und das V7 eigentlich wieder fast genauso aufgebaut. Also ja, so ist das eben. Also mein V4 und mein V6 und mein V7 haben dieselbe Form. Weil diese Form, ja, diese Form fand ich eben sehr schön. Deswegen habe ich die auch dann gewählt. Obwohl die eigentlich nicht produktiv ist. So richtig. Aber egal. So, würde ich sagen, wer ist es mit dem Borg hier? Ja. Habe ich euch schon oben gezeigt? Ja, hier oben sind eben diese Ringel. Ja. Das wär's dann. Mit dem Burgier. Ach ja, das V4 hat auch keinen Dachzugang. Mein V1, 2 und 3, da konnte man ja aufs Dach. Schon allein beim V1 und V2 wegen der Zerstörerkanonen hier nicht. Hier, ich könnte vielleicht noch hier irgendwie bei der Brücke hier so eine Leiter nach oben machen, in dem Maschinenraum der Lichter. Und könnte dann vielleicht hier noch irgendwie, wenn man hier oben ist, manchmal so. So, vielleicht noch irgendwie so einen Ausgang machen, wenn man dann hier aufs Dach kommt. So eine schöne Treppe hier. Kommen wir eben hier schön aufs Dach hoch. Kann man sich dann da eben noch ein paar Kekse freuen. Vielleicht ja sogar hier, wo ich das gebaut habe. Dass man dann hier mit einer Leiter hochgeht. Und dann eben hier drüben noch aufs Dach kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Aber nö. Nicht jedes Mal gebraucht einen Dachzugang. Obwohl. Naja. Eigentlich wäre es ja ganz gut, weil wenn man aufs Dach kann, kann man ja auch leichter den Gegner mit Pfeil und Bogen treffen. Okay, wenn man aber nicht auf dem Dach ist, hat man auch das Glück, dass man nicht so gut getroffen werden kann. Aber egal. Würde ich sagen, das wär's dann mit dem Burgier. Habe ich ja vorhin schon gesagt, aber diesmal ist es dann wirklich Ende. Und ja, wäre nett, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Falls ihr auch Wargear-Fans seid, schaut, also guckt einfach mal bei YouTube. Ihr findet da noch viel mehr zu Wargears. Falls ihr meine anderen drei Wargears, mein V1, 2 und 3 noch nicht kennt, guckt sie euch an. Guckt einfach in die Playlist, wo dieses Video auch zu finden sein wird. In der Wargear Xbox Playlist. Einfach mal auf meinem Kanal gucken, findet ihr schon. Und ja, das wär's dann. Und dann sehen wir uns eben beim anderen Video. Sehen wir uns eben beim anderen Video.